Als nächstes möchte ich an die Lesbos-Helfer erinnern. Free Sarah and Sean and Nassos. Die Pressemitteilung vom Wochenende vom 22. September von Elena Gakowska aus dem Bard College Berlin. Und zwar, die Pressemitteilung wird hoffentlich über Seebrücke veröffentlicht werden. Ich habe sie zumindest der Gruppe Presse zugesandt mit der Bitte um Veröffentlichung. Ich möchte heute nur einige Stimmen von Freunden von Sarah und Sean vorlesen. Weil sie die Sarah ist, die unser Kollektiv kennen und lieben gelernt hat, entschied sie sich, die Annehmlichkeiten ihres neu gefundenen Zuhauses in Berlin und ihre Freundinnen und Kolleginnen in unserem Club und unser Theater erneut zu verlassen, um an die Grenzen der Festung Europa zurückzukehren und dort aktiv all denen zu helfen, die in der Hoffnung auf ein sicheres und besseres Leben die Gefahr auf sich genommen haben, im Meer zu ertrinken und tot an dessen Ufern angespült zu werden. Ich hoffe, dass Sie und viele genauso mutige Frauen und Männer wie Sie befreit werden und dass die Brutalität europäischer Regimes letztendlich gestoppt und Relikte der Vergangenheit werden. Deswegen sagen wir alle vom Theater X Free Sarah Now, sagte Ahmed Shah, der künstlerische Direktor des Theater X und des Club Al-Hakawati. Sarah war nicht nur Schwimmerin, sondern nebenbei auch noch Schauspielerin. Zitat: Eigentlich kannte ich Sarah schon, bevor wir uns trafen. Während des Willkommen-Dinners für Neustudentinnen im August 2017 unterhielten sich zwei Frauen neben mir und ich schnappte einige Gesprächsfetzen auf wie: Ich bin Schwimmerin, ein Flüchtling, meine Schwester Yusra ist auch Schwimmerin. Und dann unterbrach ich sie mit etwas wie: Warte, ich glaube, ich habe einen Artikel über dich in einer gottverdammten Zeitschrift gelesen. Jetzt, nachdem ich Sarah kennengelernt hatte, kann ich sagen, dass sie sich wirklich für den Schutz anderer Menschen einsetzt. Ich glaube, sie ist schon immer so gewesen. Es ist nicht so, dass ihr Lebensweg sie in dieser Weise geprägt hätte, sondern sie ist aus sich heraus so stark, dass sie Herausforderungen besteht. Und sie macht so weiter. BCB-Student Aziza Isamova berichtet ausführlich den Beginn ihrer Freundschaft mit Sarah. Vielleicht zur Erinnerung nochmal, Sarah und Yusra Madini sind aus Syrien geflüchtet, von der Türkei nach Lesbos in einem Schlauchboot. Der Motor versagte kurz nachdem sie auf dem Meer waren. Yusra und Sarah sprangen von Bord und zogen das Boot nach Lesbos. Sarah sitzt nun seit dem 21. August in Athen im Hochsicherheitsgefängnis. Sean ist inzwischen aus dem Polizeigewahrsam von Lesbos zu Nassos nach Chios verbracht worden ins Gefängnis. Zitat: Sean wuchs in County Kerry auf, ungefähr 5 Minuten von meinem eigenen Haus entfernt. Wir sind Freunde, seitdem wir 5 Jahre alt sind. Als er das erste Mal nach Irland kam, konnte er kein Englisch und, da ich gerade erst 5 Jahre alt war, konnte ich überhaupt kein Deutsch. Doch es gelang uns, eine Freundschaft an den Start zu bringen. Ehemalige Lehrer, Trainer und jeder, der Sean kennt, war absolut geschockt von seiner Inhaftierung zu erfahren. Der Sean, den wir kennen, ist eine gute Seele und ein freundlicher, großzügiger Mensch. Als ich zum ersten Mal von den Anschuldigungen, die gegen Sean erhoben wurden, hörte, erinnerte ich mich daran, wie er mir von Lesbos erzählte und wie er seine eigenen Stiefel einem Migranten gab, um ihm bei der Überquerung von Felsen und steinigem Untergrund zu helfen. Es gibt kein besseres Bild, um Seans Haltung gegenüber dem Leben zu beschreiben, als dieses.
erklärte Seans Kinderfreund Ron Copeland. Also Sean Binder ist Deutscher, aber er lebte seit seinem 5. Lebensjahr in Irland. Zitat: Sarah war eine Kollegin von mir im Zusammenhang des Theater X. Sie war Mitglied des Theaterkollektivs Club Al-Hakawati. Um es noch genauer zu sagen, sie war eine Schauspielerin und auch eine von denen, die die Gruppenaktivitäten organisierten. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal auf der Bühne sah, auf der wirklich kleinen Bühne des Theater X. Der gesamte Saal verstummte, als sie begann, die Geschichte ihres langen Weges nach Deutschland zu erzählen. Sie trug ein weißes Hakawati-Kleid und hatte diese ergreifende Art, zu dem Publikum zu sprechen. Ihre Geschichte erschien uns, als wäre sie nicht real, aber du konntest fühlen, dass alles wahr war, wie sie und ihre Schwester all diese Menschen in ihrem Schlauchboot retteten, als sie das Mittelmeer überquerten. Sie hatte diese strahlende Energie, die Menschen dazu bringt, den Atem anzuhalten. Sie gab so viel Leidenschaft und Energie in den Flüchtlingskampf und verlor nie aus dem Blick, wofür sie kämpfte. Bewegungsfreiheit, Bleiberecht. Sie verkörperte das Motto des Club Al-Hakawati: Niemand gibt uns eine Stimme, wir übernehmen das, sagte Dina Büchner vom Theater X. Zitat: Ich versuche die ganze Zeit voller Hoffnung zu bleiben. Es ist sehr ermutigend, dass wir ein unglaubliches Netzwerk an Unterstützung von überall in der Welt haben. Aber Sarahs und Seans Freiheit ist ihnen immer noch genommen und wir müssen alles, was in unserer Macht steht, dafür tun, dass sofort ein Verhandlungstag anberaumt wird, damit sie ihre Unschuld beweisen und befreit werden können, sagt Seans Mutter Fermi. Zur Erinnerung, in Griechenland können ohne Anklage 18 Monate, also die Menschen 18 Monate lang in Untersuchungshaft gehalten werden. Die Mitstudentin von Sarah Elena Gagowska, Zitat: Ich fühle, dass ich viel über Sarah und Sean durch die Gespräche mit all diesen Menschen erfahren habe. Dennoch, ich beklage immer noch, dass ich niemals ein Interview mit Sean durchführen kann. Wenn Sie beide dem zustimmen, würde ich Sie sehr gerne interviewen, wenn Sie aus dem Gefängnis gekommen sind. Aber bis dahin werde ich alles, was in meiner Macht steht, tun, dass Sie so bald wie möglich selbst Ihre Geschichten erzählen können, sowohl die über ihre humanitäre Arbeit als auch die über ihre Inhaftierung.